Ihr müsst, glaube ich, möglicherweise jetzt irgendwas drücken, dass ihr dann noch weiter dabei seid, aber wir zeichnen diese Zoom-Talk auf, damit wir dann auch danach dann auf unserem YouTube-Kanal und auf unserem Internetportal raufladen können. Gut. Und ansonsten würde ich sagen, wir haben alles gesagt, was zu sagen ist. Und ich freue mich schon drauf. Und danke, Petra, dass du zugesagt hast. Und ich übergebe jetzt einfach das Wort an dir und bin schon sehr gespannt. Danke, Dagmar. Ja, herzlich willkommen. Habe versucht, eben den Vortrag so aufzubauen, dass er auch dieser Ankündigung von Logo entspricht, eben, dass man schaut, was ist Mobbing überhaupt, was sind so Warnsignale, was sind Präventionsmöglichkeiten, was ist bei der Intervention zu beachten und letztlich auch, wen kann ich mit ins Boot holen, eine ganz, ganz wichtige Frage, dass man da eben nicht allein sich fühlen muss, sondern dass es das da Anlaufstellen gibt, eben unsere gleich mal vorab natürlich, wo man sie informieren kann, wo man gemeinsam überlegen kann, ist es tatsächlich Mobbing und was kann man in diesem ganz speziellen Fall jetzt tatsächlich tun und was sollte man besser vermeiden. Kommen wir eh schon gleich zum ersten Punkt, die Anlauf- und Koordinierungsstelle, ich habe sie gerade genannt, in der ich eben arbeite, die gibt es seit Mai letzten Jahres und hat eben verschiedene Aufgaben. Die eine ist eben zu clearen, also wenn eben jetzt Multiplikatorinnen und andere, also Expertinnen anrufen und fragen, handelt es sich um Mobbing oder Eltern rufen an und berichten von ihren Kindern oder Jugendliche rufen an und berichten, was ihnen passiert, dann schauen wir mal, ist es tatsächlich Mobbing oder ist es nicht Mobbing, weil je nachdem, was es tatsächlich ist, wird auch das weitere Vorgehen dann entsprechend koordiniert werden. Das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Wir haben auch Koordinierungsarbeit und haben auch ein Netzwerk, das wir gerade aufbauen. Corona ist uns da ein bisschen in die Quere gekommen in unserer Arbeit jetzt, in der ganz persönlichen Arbeit. Aber wir versuchen das auf online umzustellen, arbeiten da mit Schulsozialarbeit, Schulpsychologie und verschiedenen Anbieterinnen und Anbietern im Netz da zusammen und schauen, dass wir da einen guten Weg finden, um Mobbing gemeinsam zu bearbeiten und gemeinsame Qualitätsstandards auch zu finden und so weiter. Ein bisschen Zukunftsmusik ist das Monitoring und die Erforschung, also wie kommen wir zu guten Zahlen in der Steiermark? Es hat zwar jetzt ganz aktuell eine österreichweite Gewaltstudie, in der auch Mobbing und Cybermobbing, wobei eher Cybergewalt abgefragt wurde. Da haben wir jetzt auch mitgearbeitet, also die ist im Rahmen, also die Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs haben die beauftragt. Da gibt es jetzt erste Ergebnisse, die sind präsentiert worden Anfang der Woche. Aber so ganz eigenständige Erforschung jetzt in dem Sinn betreiben wir noch nicht, dafür haben wir einfach noch zu wenig Personal. Was ist Mobbing? Stelle ich gleich mal als erste Frage. Wir sind da leider ein bisschen von der Interaktion beschränkt, deshalb ist heute mein erster Online-Vortrag. Ich hoffe, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, bitte stellt sie einfach, dann wird das Ganze auch ein bisschen dynamischer und wenn irgendwas zu schnell geht oder auch zu langsam, einfach sagen. Was ist Mobbing? Ich glaube, das ist ich kann es relativ beantworten, weil ich mich schon sehr viel damit beschäftigt habe, aber komme immer wieder auch auf neue Aspekte drauf im Studieren. Es ist einfach ein sehr, sehr spannendes Phänomen. Und ich glaube, die wenigsten können von sich behaupten, ich weiß das ganz genau, was Mobbing ist. Und viele sind so, so eine Idee habe ich schon, aber ganz genau weiß ich es nicht. Viele denken doch vielleicht schon bei dem ersten Schubsen oder beim ersten Taschengeld wegnehmen, das sei schon Mobbing. Also da gibt es die ganze Bandbreite und die Präventionsmaßnahme ist einfach zu wissen, was Mobbing ist. Und deshalb beginne ich damit auch in unserem Vortrag. Jetzt weiß ich nicht, ich sehe da
ein Stück nicht von meiner PowerPoint-Präsentation, weil ich rechts die Bildleiste habe. Aber sonst Was kann man würdest du gerne sehen? Ich sehe eigentlich. Siehst du die ganze PowerPoint bis zum rechts? Also ich sehe sogar hinten dann dieses die Klammer und Kia Steiermark. Okay, gut, weil ich habe links, ich werde die Leiste da vielleicht wegschalten. Die Teilnehmerinnenleiste, weißt du? Probier mal. Die sehe ich da jetzt. Und die werde ich mir werde ein bisschen runterholen. Sehr gut. Mhm. Ja. Gut. Man kann die Leiste auch verkleinern. Ja, wie geht denn das? Eigentlich braucht man nur also mit der Maus hin und dann sind so kleine Pfeile und dann kannst du es auch nach rechts schieben. Probier ja, mal. Ich schiebe es einfach nach rechts unten. Passt. Genau. Wunderbar. Also, was sind jetzt so die Merkmale, die Mobbing anzeigen? Es gibt eine Gruppe, eine Klasse, eine Schule, eine Mannschaft, eine Wohngemeinschaft. Es gibt ein Kind, das von anderen oder von einem anderen immer wieder und über einen längeren Zeitraum bewusst und systematisch schikaniert wird. Ja, also das sind ganz wichtige Kriterien. Ihr habt dieses immer wieder, ihr habt den längeren Zeitraum, ihr habt dieses ganz bewusste Vorgehen und das systematische Vorgehen. Das heißt, ich habe ein gewisses Ziel, das ich erreichen will mit meinen Schikanen. Dann kommt der gruppendynamische Aspekt dazu. Immer mehr aus der Gruppe finden die Schikanen gut und immer weniger tun was dagegen. Das heißt, es spielt sich nicht nur zwischen den Akteurinnen und Akteuren oder Mobberinnen und Mobbern ab und dem einen betroffenen Kind oder direkt betroffenen Kind, weil betroffen sind ja dann doch mehrere, sondern es spielt sich in einer Gruppe ab und die Gruppe verändert sich auch. Ja? Also in Richtung immer mehr finden es gut und immer weniger tun was dagegen. Das Ziel für die Mobberinnen und Mobber ist, Ansehen und Macht zu gewinnen. Die bekommen auch immer mehr Einfluss. Also auch insofern verändert sich die Gruppe, als dass eine kleine Gruppe sehr viel Macht hat, zu sagen, wo es lang geht. Und das betroffene Kind kommt allein aus dieser Situation eigentlich nicht mehr gut heraus. Ja? Also zieht sich immer mehr zurück. Aktiv auch natürlich, weil es ja diesen Schikanen aus dem Weg gehen möchte, aber auch wird aus der Gruppe gedrängt. Das ist einfach diese Dynamik, die da sich dann entwickelt innerhalb der Gruppe. Und natürlich auch nimmt das Kind Schaden. Also es ist so, dass man das umso besser beobachten kann, wenn die Gruppe sehr klar abgegrenzt ist. Und da hat Mobbing natürlich auch die stärkste Kraft. Ja. Schwieriger ist es, in losen Gruppen zu arbeiten. Jetzt weiß ich gar nicht, in welchen Arbeitskontexten Sie sind. Vielleicht das ist schwierig, gell, bei so vielen Teilnehmerinnen jetzt da alle abzufragen. Aber ich habe gehört irgendwie, es gibt, also Streetwork ist dabei, habe ich gesehen, gell? Dagmar, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, woher genau. Genau, also ich kann nicht wirklich alles, aber es sind Jugendzentren dabei, Streetwork ist dabei, dann glaube ich ist auch, ich muss jetzt schauen, ich kann jetzt nur an kompetenzor.at, Sozialarbeit, schätze ich mal. Mhm, mhm. Also, die sind eh aber bei uns im Netzwerk dabei, ja. Mhm. Genau, und manche sind private Adressen, da kann ich dann nicht sagen, BBRZ wäre dabei, Familienförderung ist dabei, okay. Jugend am Werk ist dabei, AES, Jugendservice, also wir haben verschiedene LMW. Okay, also sowohl sehr kompakte Gruppen, vielleicht bei Wohneinheiten und so weiter, Jugend am Werk könnte ich mir vielleicht vorstellen. Jugendcoaching. Einfach unterstützen, im Schulsystem sind die Jugendcoaches ja auch, gell? Mhm. Alles klar. Gut, ja. Ist das jetzt soweit mal klar? Ich hoffe, wenn nicht, bitte eine Frage stellen. Flexible Hilfen wären auch noch dabei. Ja. Was sind jetzt so Mobbing-Handlungen? Alles das, was im Rahmen eines Mobbings passiert, das sind Gewalthandlungen. Ja? Jede Handlung, die auch da jetzt so aufgezählt ist, ist Gewalt im Prinzip, ist das ein Angriff auf die Würde des Menschen und nicht in Ordnung.
Man muss eigentlich, also nicht eigentlich, sondern dagegen muss man auch was sagen, Haltung beziehen dagegen, Stellung beziehen dagegen. Und in der Summe werden diese einzelnen Handlungen dann, wenn sie eben systematisch gegen ein Kind gerichtet sind, auch zu Mobbing. Und das macht ein bisschen schwer, Mobbing zu erkennen, weil es sind lauter einzelne kleine Handlungen, die zunächst auch verdeckt passieren. Und ich muss da wirklich sehr, sehr achtsam sein, damit ich den Überblick behalte, dass das wirklich immer wieder gegen ein Kind geht, ganz, ganz systematisch. Das sind Angriffe auf den Körper, Angriffe mit Worten oder natürlich auch wortlos, das Augenrollen, das Nachäffen. Die körperlichen Angriffe sind gar nicht so häufig mittlerweile, sind diese Angriffe auf die Psyche, wobei körperliche Angriffe auch auf die Psyche gehen, aber wirklich diese Angriffe mit Worten oder diese wortlosen Angriffe und auch die Angriffe auf Beziehungen und auf Ansehen, die häufigsten Mobbinghandlungen, dass man Gerüchte verbreitet, Beschuldigungen macht, den Ruf schädigt. Angriffe auf das Eigentum, das passiert natürlich auch, also ist auch ein Hinweis, wenn Kinder Dinge nicht mehr finden oder nicht wissen, wo die hin verschwunden sind, wenn Dinge kaputt geworden sind, wofür sie keine Erklärung haben, dann könnte das ein Anzeichen sein, dass sie eben in ihrer Gruppe, in der sie sind, gemobbt werden. Und dann gibt es natürlich auch die Angriffe im Netz, also das berühmte Cybermobbing, mit verschiedensten Möglichkeiten. Also da ist das Internet ja grenzenlos, beinahe grenzenlos und ist auch ein eigener Straftatbestand, das Cybermobbing. Ich gehe heute aber nicht unbedingt jetzt auf Cybermobbing ein, sondern eben nur als eine Mobbinghandlung praktisch wird es hier im Vortrag erwähnt, weil Cybermobbing ist sehr speziell, aber wenn es eine spezielle Frage dazu gibt, kann ich die natürlich auch gerne beantworten. Also wir haben die Gruppe, wir haben es immer wieder in einem längeren Zeitraum, das bewusste, systematische Schikanieren. Wir haben diese Gruppendynamik, ja, wo das Ganze kippt irgendwie. Ja. Zuerst war es eine ausgewogene Geschichte und dann, wenn wir uns das vorstellen, wie so ein Kreis, der auf einem Spitz steht oder liegt, und dann gehen immer mehr eben zur Seite der Täterinnen und Täter. Dann kippt das Ganze und es kommt zu einem großen Machtungleichgewicht. Es geht um Ansehen und Macht eigentlich in der Gruppe. Da will jemand mehr und nimmt sich's ohne Rücksicht auf Verluste. Jemand wird dadurch aber geschädigt, aus der Gruppe gedrängt und bleibt irgendwie allein zurück. Kommen wir eh schon zur Motivlage. Ganz wichtig. Für die Täterin, für den Täter ist es einfach das Gewinnen von Ansehen und Macht. Ja. Und der Zugang ist kein schöner. Man kann ja auch Ansehen und Macht gewinnen auf eine gute Art und Weise. Aber da ist es ein gewalttätiges Sich-Nehmen mit diesen Attacken gegen eine andere Person oder gegen ein anderes Kind. Und praktisch der Kollateralschaden ist eben, dass diese Person geschädigt wird. Das ist nicht unbedingt der erste Gedanke des Täters, der Täterin, sondern es geht wirklich um Ansehen und Macht. Und dass da jetzt jemand dadurch Schaden erleidet, das wird in Kauf genommen. Ja, und das ist, deswegen sagt man ja auch, jede und jeder kann Opfer von Mobbing werden, weil es geht nur darum, sich das schwächste Glied oder ein schwaches Glied aus der Kette zu nehmen, wo ich dann praktisch ganz gut praktisch dieser Person Macht wegnehmen kann, ganz einfach, und Ansehen gewinne. Und ganz wichtig ist, hier kommt nochmal die Gruppe ins Spiel, es ist die Bedingung. Wenn die Gruppe nicht mitmacht, ist ganz schwer, dass sich Mobbing tatsächlich etablieren kann oder eben auch weitergeführt werden kann, weil wenn das Publikum nicht applaudiert, wenn das Publikum nicht Ansehen und Macht Bewunderung gibt oder durch Bewunderung das Ansehen und die Macht steigert, dann bringt es nichts und es wird abgebrochen. Ja. Und Begleiterscheinung ist natürlich, dass alle in der Gruppe leiden. Ja. Sie kommen alle in einen interpersonalen Konflikt oder zumindest viele davon, weil sie eigentlich
schon aus ihrem persönlichen Wertesystem kommend wissen, das stimmt, ist eigentlich nicht richtig, was da passiert. Aber durch den Wunsch, auch der Gruppe anzugehören oder eben die Irritation, dass doch niemand was dagegen tut und es alle gut zu finden scheinen, bin ich da in einem Konflikt, ja, mit mir selbst. Oder viele der Gruppenmitglieder kommen da in einen Konflikt. Und es verschiebt sich langsam, aber sicher dann auch die soziale Norm oder die sozialen Normen, weil eben niemand etwas dagegen tut und das, sich ein neues Gewaltsystem etablieren kann und man dann auch in diesem lebt und es als normal erachtet. Jede und jeder in der Gruppe trägt was bei. Ich habe schon gesagt, wir haben da diesen Kreis, auf dem die Gruppe steht, auf unterschiedlichen Positionen. Wir haben zum einen eben die Täterinnen und Täter. Ich möchte dazu noch was sagen, zu dem Begriff Täterinnen und Täter. Es gibt ja den Ansatz, diese Personen nur Agierende zu nennen oder auch von denen das Mobbing ausgeht. Ja, letztendlich tun sie was und ihr Tun hat starke Folgen, tun und alle was. Also ich nenne sie jetzt mal Täterinnen und Täter, damit wir es klarer abgrenzen können, weil Agierende sind alle irgendwo oder aktiv, passiv oder aktiv sind ja alle im System. Wir haben die Unterstützerinnen, das ist auch eine größere Gruppe, die und wird auch immer größer, die assistieren und verstärken. Aus der Gruppe könnten durchaus auch Täterinnen und Täter dann kommen, sollte die eine Person, die vornehmlich für das Mobbing verantwortlich ist, abtreten müssen, aus welchen Gründen auch immer. Das könnte Mobbing dann auch weitergehen, weil die Rolle auch schnell wieder neu gefüllt wird. Das Ganze sind ja Rollen und jede Person kann in jede Rolle schlüpfen. Und das ist ja auch das Interessante beim Mobbing, dass man irgendwie auch da hineingerät in eine Rolle. Besonders eben das Opfer, das sich die Rolle ja gar nicht aussucht, sondern eben zum Opfer gemacht wird im Laufe des Mobbings. Genau, und Opfer, auch da gibt es einen Streit, aber Diskussion. Opfer würde ich jetzt die Person, die zu mir kommt und vom Mobbing betroffen ist, nicht nennen, ja, du armes Opfer sozusagen. Aber wenn man über die Rolle spricht, dann ist es tatsächlich eine Opferrolle, weil sie ist nicht ausgesucht worden, sie ist zugeschrieben worden und diese Person wird in dieser Rolle festgehalten, ja, durch das ganze System. Das kann nicht raus und das ist einfach Opfer. Ja, wird er nicht oder eine andere Beschreibung wird aus meiner Sicht nicht so gerecht werden. Aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Diskussionen. Ich will auch gern betroffene Person genannt. Betroffen sind irgendwo alle im System von dem Ganzen. Ja, und das tut niemandem gut, so ein Mobbing-System. Es gibt die Verteidigerinnen und Verteidiger, die im Laufe des Mobbing-Geschehens deutlich weniger werden, weil ja auch niemand das nächste Opfer sozusagen sein möchte. Und deshalb wird man da auch versuchen, möglichst sich ruhig zu verhalten, dass man da nicht auch in das nächste Opfer wird. Das hört man auch immer wieder, ja, von Freundinnen, die bei uns anrufen und Freunden, die sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich traue mir nichts zu tun, weil ich habe Angst, das nächste Opfer zu werden. Und dann muss man halt schauen, wie kann die Last der Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden, dass es eben mehrere Verteidigerinnen gibt und die dann wirklich Zivilcourage auch beweisen und eingreifen. Und dann haben wir noch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sind eine ganz wichtige Gruppe, die eigentlich viel Einfluss hat, aber sich rausnimmt aus dem Geschehen, aber trotzdem das Mobbing weiterlaufen lässt, weil eben kein aktives Eingreifen gegen Mobbing ist, keine aktive Positionierung gegen Mobbing da ist. Und das ist auch verständlich, die
und die zu motivieren ist auch sehr schwer, weil die einfach im Laufe des Prozesses diesen Schockzustand, diese Starre erlernt haben und aus dieser rauszukommen. Die wollen sich nicht mit reinziehen lassen, sind aber trotzdem irgendwo mit in dem Ganzen und leidtragend, mitleidtragend, wie alle anderen. Und sind dann eben immer, also für sie ist die Hürde wird immer höher, praktisch sich in das System einzuklinken, ganz aktiv und dagegen aufzutreten. Aber sie hätten unglaublich viel Macht, das Mobbing tatsächlich zu beenden. Und neuere Präventions- oder Interventionsmaßnahmen gehen ganz stark eben auf diese Gruppe hin, um sie zu Zivilcourage auch zu ermutigen und das Mobbing zu beenden. Jetzt hätte ich gerne eine Diskussion gehabt, was ihr so denkt, was euer Beitrag zum Mobbing ist, wenn ihr in einer Mobbing-Situation drinnen seid. Vielleicht könnt ihr 2, 3 Wortmeldungen dazu geben, was man so denkt. In welcher Rolle hat man sich vielleicht schon erlebt oder denkt man, könnte man sein, wenn man nicht achtsam ist in einem Mobbing-Geschehen? Gibt es da schon Erfahrungen oder Vermutungen? Einfach bitte reinschreiben in den Chat, wenn ihr Lust und Liebe habt, ein paar Statements dazu. Würde uns freuen, damit es ein bisschen ein aktiverer Vortrag ist für uns und dass wir miteinander sprechen. Also rein in den Chat, traut euch, schreibt rein, in welcher Rolle seid ihr gewesen oder glaubt ihr zu sein. Also ich persönlich glaube, ich wäre in der Verteidigerrolle am Anfang. Ich meine, ich habe selber das, glaube ich, Gott sei Dank nicht so miterlebt, gell, bis jetzt, aber ich glaube, ich wäre in der Verteidigerrolle und ich glaube, ich hätte aber vielleicht für mich ein bisschen Angst, dass ich vielleicht dann ja auch in diese, dass ich zum Opfer wäre. Das kann ich mir gut vorstellen, eigentlich. Aber ich meine jetzt auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt als Sozialarbeiter in einer Klasse arbeite oder wenn ich als Jugendcoach irgendwo mit drin bin oder als Pädagogin, Pädagoge in einer Gruppe arbeite, wo sehe ich mich in meiner Rolle oder wo könnte Gefahr bestehen, wenn ich nicht vorsichtig bin? Okay. Also, was denkt ihr? Rein in den Chat damit. No. Zurzeit ist es eher mau. Macht ja nichts. Ich schaue nochmal zurück. Also ich glaube, man könnte auf jeden Fall zur Assistentin, zum Assistenten werden, wenn man sich, wenn man unachtsam ist und eine Äußerung gegen das Opfer sagt. Also verstärken praktisch etwas. Ja, es stimmt, du vergisst ja immer deine Sachen oder so irgendwo eine Verstärkung durch eine achtlose Aussage macht. Und natürlich die Rolle der Zuschauerin, des Zuschauers, nehmen wir auch immer wieder, denke ich, ein, dass wir eben nur mal schauen, wie ist es, ne, betrifft es mir wirklich, ist es vielleicht eine Sache, die in der Schule ist und nicht in der Freizeit, welche Rolle habe ich tatsächlich und eben nichts tut aktiv. Und da auch praktisch das Mobbing dann verstärkt oder eben die Täterinnen und Täter in ihrem Tun und also zumindest nichts dagegen tut. Ja? Und wer nichts dagegen tut, der bestärkt das Mobbing natürlich und die Mobberinnen und Mobber. So, jetzt kommen einige Chat-Nachrichten und zwar: War schon mal in der Rolle der Zuschauerin. Die Kollegin wurde von dem Vorgesetzten gemobbt, schreibt ein Teilnehmer. Und gruppendynamisch könnten wir schon in allen Rollen gewesen sein, leider. Genau. Das ist wirklich also gar nicht so einfach. Ja? Also man gerät in ein System rein, ja? Eben zum Beispiel in ein Arbeitsumfeld. Oder auch, wenn man eben beobachtet, wie Kinder miteinander tun und müsste eigentlich eine Rolle oder ein, eine,
eine Position einnehmen und tut sie aber in dem Moment ein bisschen schwer. Ja? Also das ist tatsächlich so. Und oft auch nicht einfach, wie du richtig sagst, die Angst, da irgendwie mehr reinzugeraten, als einem lieb ist, beziehungsweise dann das nächste Opfer zu sein, ist ja auch, also jetzt, wenn ich in der gleichen Ebene bin, sozusagen, ja, in diesem Arbeitssetting zum Beispiel, wie da geschrieben wurde, da muss man auch aufpassen. Also, und hat manchmal nicht alleine die Möglichkeit, ja, und da muss ich mir dann Hilfe holen. Jetzt, genau. Mhm. Ja. Gut. Was ist mein Beitrag? Genau. Dann schauen wir uns vielleicht noch die Warnsignale oder, ja genau, die Warnsignale an. Was wären denn so jetzt Anzeichen, dass ich von außen erkennen kann, ob gemobbt wird oder nicht? Wir haben ja gerade gesagt, Mobbing ist ein Prozess. Das beginnt mal so im Ersten, in einem Auftakt sozusagen, ganz am Anfang, wo so ein bisschen experimentiert wird. Ja, es ist so eine erhöhte Konfliktneigung in der Gruppe. Es gibt eine aggressionsgeladene Atmosphäre. Da gibt es ein paar oder einen oder eine, die immer wieder verschiedene Kinder, Jugendliche ein bisschen aggressiver angeht. Es ist immer wieder zu hören, da gibt es Ungerechtigkeiten, es gibt so kleine Grüppchen. Es ist irgendwie eine merkwürdige Stimmung. Ja? Und da könnte schon sozusagen ein erstes Alarmzeichen sehen, ein erstes Warnsignal, dass sie da vielleicht etwas anbahnt. Ja? Irgendjemand meldet vielleicht irgendwas, dass da jemand gemein war. Aber es ist noch nichts wirklich Gutes zu sehen, also Konkretes zu sehen. Und es ist eben auch deshalb so, weil das System ja noch nicht etabliert ist. Also die Normen sind ja noch so, dass Aggression eigentlich verpönt ist. Also passiert das Ganze eher im Hintergrund. Und es wird noch nach einem geeigneten Opfer sozusagen gesucht. Dann passiert der Übergang zum Mobbing, wo es vermehrt zu Gehässigkeiten kommt, wo das schon noch ein bisschen verdeckt ist, aber schon ein bisschen an der Person, die auch betroffen ist, sichtbar wird. Die zeigt schon Stresssymptome, wie zum Beispiel, was weiß ich, was das, also es kann sein Bauchweh, es kann sein Kopfschmerzen, so eine Lustlosigkeit, so eine Veränderung einfach auch. Man merkt, der Person geht es nicht ganz so gut. Und sie ist auch jetzt die eine Person geworden, wo es vorher noch so diffuse Gewalthandlungen gegen verschiedenste gegeben hat oder so aggressionsgeladene Stimmung. Da ist es jetzt dann immer klarer, eine Person. Es kommt zu Polarisierungen. Ja, du bist die eine und wir sind die anderen. Und eben dieses Kräfteungleichgewicht, das einfach zunimmt, wo man beobachten kann, dass eine Person oder eine kleine Gruppe immer mehr das Sagen oder das Kommando übernimmt eigentlich. Und diese eine Person, die da von Mobbing betroffen ist, also das Opfer, reagiert ungewöhnlich. Ich nenne es eben ungewöhnlich, weil das Reaktionsspektrum ist ja extrem breit. Und das macht es auch nicht ganz einfach, Mobbing zu erkennen. Das Opfer kann aggressiv reagieren und damit kann man das gar nicht als Opfer einstufen, sondern denkt sogar, der ist oder die ist die Täterin gegen jemand anderen, weil die so aggressiv auf diese also reagiert. Die Angriffe sind ja noch immer ein bisschen verdeckt, aber die Reaktion nicht. Und es kann auch sein, dass diese eine Person zum Klassenkasperl wird oder eben sich ganz zurückzieht. Es ist jedenfalls anders als gewohnt. Und das wäre ein Indiz, ein Warnsignal, dass da was sein könnte. Und in dieser Phase, wo man schon so diese Polarisierung bemerkt, dieses Kräfteungleichgewicht in der Gruppe wahrnimmt, muss man auch wirklich Stellung beziehen und eingreifen. Da hilft, also
Da kann ein zivilcouragiertes Eingreifen, egal von wem auch immer, von den Mitschülerinnen oder Mitstreiterinnen im Verein oder Kolleginnen in der Gruppe, wenn die eingreifen, Zivilcourage zeigen, dann kann man zu 60% das Mobbing auch tatsächlich beenden. Ja, da muss ich als Verantwortliche noch gar nichts getan haben. Aber natürlich muss ich auch Haltung beziehen, das ist schon ganz klar. Aber eben da ist die Kraft in der Gruppe noch so stark, dass das Mobbing aus der Gruppe auch selbst gelöst werden kann. Wenn es dann wirklich sich das Mobbing etabliert hat, das zum systematischen Mobbing geworden ist, dann wird es immer schwerer und braucht immer mehr das Eingreifen von Verantwortlichen außerhalb der Gruppe, mit der Gruppe dann arbeitet. Weil, wie gesagt, in der Gruppe verschieben sich die Normen schon, es gibt immer mehr Akzeptanz. Die eine Person wird immer weiter zurückgedrängt, immer weniger respektiert. Und man sieht auch dann schon an der Person vermutlich sehr stark. Also das ist auch das, was uns Eltern berichten, dass das Kind einfach die Leistung nicht mehr bringen kann. Ist ja auch ganz klar, wenn du ständig damit deine Gedanken befassen musst, wann kommt das Nächste, was wird es sein, Angst hast vor der Pause, Angst hast vorm Nachhausegehen, Angst hast vorm Duschen in der Kabine, dann kannst du einfach deine Leistung nicht mehr bringen. Ja? Und hier habe ich es nochmal geschrieben, das ist die Gefahr der Fehlinterpretation, dass man das unangemessene Verhalten da nicht denkt, das könnte ein Opfer sein. Ich habe ja ganz fixe Vorstellungen von dem, das Opfer ist ein armes, stilles Wesen, das jetzt da nur mehr weint und so, aber es kann auch aggressiv reagieren. Und wie gesagt, da muss ich genau hinschauen. Und es kann auch Vermeidungsverhalten sein, natürlich. Ja, und diese Machtausweitung schreitet voran und es etablieren sich tatsächlich neue soziale Normen, die der Gruppe letztlich überhaupt nicht gut tun. Gibt es dazu Fragen? Oder beziehungsweise habt ihr eine Idee, was euch den Blick verstellen könnte, Mobbing tatsächlich zu bemerken, wo ihr sagt, die Warnsignale könnten sein, aber eigentlich habe ich keine Chance, die zu sehen. Was verstellt euch den Blick? Also was verstellt euch den Blick rein in den Chat? Bitte. Die Leute überlegen noch. Du meinst, warum erkenne ich es dann nicht, oder? Das ist die Frage. Was macht es mir schwer, einfach das zu erkennen? Zum Beispiel ist jetzt die Nathalie sagt, man ist mit eigenen Problemen beschäftigt und erkennt es deswegen gar nicht. Mhm. Karin sagt zum Beispiel, man möchte sich oft nicht einmischen einfach. Gell? Ja. Nathalie sagt, man hat Sympathie für den Mobber. Ja, der oder die sind ja nicht ungeschickt, ja. Also die schaffen das ja dann doch irgendwie, man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass es ständig nur aggressiv, also aggressiv ist es immer, aber es ist auch mit zunehmendem Alter auch eine nicht unbedingt nur böse jetzt in dem Sinn, ja, dass man sagt, ganz klar, sondern es ist ja auch so, dass durch diese Veränderung der Normen ich dann auch ein eigenes Bild von dem Opfer bekomme. Und das Opfer wird mir sehr unsympathisch und dadurch habe ich ja Sympathie für die Person, die gegen diesen Unsympathischen oder die Unsympathische endlich was tut, ja, weil die nervt uns eh schon alle. Ja? Das kippt ja das ganze System dann auch in diese Richtung, dass alle nur das Opfer nerven, weil eigentlich sind sie ja von der ganzen Mobbing-Situation angespannt und wollen Entlastung. Ja? Und die Entlastung scheint dann nur mehr der einzige Weg zu sein, dass man dieses Opfer endlich wegkriegt, weil das nervt. Aber das ist nicht die Lösung. Mhm.
Ich habe es nur gedacht, da wäre eine Wortmeldung. Na, war nur ein Mikrofon vergessen auszuschalten. Es gibt noch was, Unsicherheit, Situation sehr oft nicht so klar, die Cornelia geschrieben. Und Mira, jemand macht mich aufmerksam, war im Chat. Genau. Da, es ist tatsächlich so, die Situation ist sehr oft nicht klar. Und das merken wir auch, wenn bei uns jemand anruft. Wir kriegen ja nur eine Seite der Medaille geschildert und müssen uns dann auch noch irgendwo versuchen, dass man da zum Gesamtbild kommt. Und vor allem dieses Gruppendynamische, das fehlt uns ja dann, also wenn man nur mal jetzt eine Sicht hört. Und genauso geht es ja wahrscheinlich auch den Kolleginnen und Kollegen, die da heute da sind, die haben halt vielleicht etwas gesteckt, jemand macht mich aufmerksam, da passiert was, aber müssen sich dann auch ein Bild machen, natürlich erst von dem Ganzen, sind alle Kriterien vom Mobbing erfüllt, ja, also gibt es diesen Konflikt zwischen den beiden, das wäre noch kein Mobbing, ja, wenn der auf Augenhöhe ist, wenn es dann nicht gegen die eine Person geht oder beziehungsweise nicht um dieses Gruppendynamische, ich möchte mehr Macht haben, ich möchte mehr Ansehen haben. Also das heißt, ich muss die Gruppe mit berücksichtigen und mit anschauen, was nehmen wir in der Gruppe wahr? Gibt es da Veränderungen? Könnte welche Rolle haben? Und am besten ist es wirklich tatsächlich, man hat jemanden zweiten, den man da auch befragen kann, eine Kollegin, Kollege, die auch mit der Gruppe arbeitet, wo ich dann einfach abklären kann, wie nimmst du das wahr, schauen wir da mal gemeinsam hin und sich immer wieder austauscht, was beobachtest du, was beobachte ich, könnte unsere Annahme stimmen, dass da tatsächlich Mobbing dahinter ist. Genau. Ja. Gut. Prävention. Ganz, ganz wichtig, weil wenn Mobbing passiert, es ist nicht leicht oder es richtet viel Schaden an, es ist die Intervention, ja, es ist einfach angenehmer für alle Beteiligten, wenn Mobbing nicht passiert. Mobbing wird immer passieren, ja, das ist auch klar, weil Menschen so sind, wie sie sind. Und weil Systeme auch so sind, wie sie sind, das ist ja auch das, wo man auch im Präventiven gerade auch ansetzen kann. Da kommt man dann eher hin, dass man schaut, dass man die Rahmenbedingungen auch so gestaltet, dass Mobbing nicht so gut möglich wird. Also wie gesagt, Prävention ist ganz, ganz wesentlich und ist eine, da sind wir alle verantwortlich, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass man Mobbing schon erst gar nicht aufkommen lassen. In einem Buch zum Thema Gewalt habe ich gelesen, es bedarf also zugleich Motive und Möglichkeiten. Gewalt als Option wird oftmals erst in entsprechenden Kontexten kreiert. Und das zeigt sich beim Mobbing sehr, sehr stark. Ich habe zum einen eben die Täterinnen und Täter, die ein klares Motiv haben, die wollen was erreichen, die wollen mehr Macht in der Gruppe haben, mehr Ansehen gewinnen. Und wir brauchen die Möglichkeiten. Es braucht ein geeignetes Opfer. Es braucht die Gruppe, die nicht dagegen auftritt, sondern das Ganze befeuert und unterstützt. Ja? Also, und ich brauche auch die Struktur, also den Rahmen, dass es eben diese Gruppenzusammengehörigkeit, diese ungewollte, gerade in Klassen oder auch in Vereinen, gerade in Leistungsvereinen, wo man nicht leicht rauskommt, weil man hat ein Ziel, man möchte in einer Sportart gut sein zum Beispiel oder in der Musik und möchte in dieser Gruppe oder muss eigentlich in dieser Gruppe sein, um zum Erfolg zu kommen. Und gerade da, wo Zwangskontext ist, hat Mobbing auch ein leichtes Spiel. Oder eben wie in unserem Arbeitskontext, wo Mobbing ja auch immer wieder passiert.
Genau, wir haben eben drei Ebenen der Präventionsarbeit. Ich habe es eh schon angedeutet, wir haben eben das Individuum, eben das, wo man schauen muss, also die Motive besprechen muss und auch die Wege, weil grundsätzlich Macht und Ansehen zu gewinnen, ich habe eh schon gesagt, ist ja nichts Negatives, nur der Weg dorthin ist nicht der gute. Und wenn man da Wege aufzeigt, Optionen aufzeigt, den Individuen, den einzelnen Menschen in der Gruppe, dann kann das präventiv wirken gegen Mobbing. Da ist eben die Persönlichkeitsstärkung natürlich, dass wir die einzelnen Kinder und Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, in ihren Stärken und Schwächen und auch in ihrem Vermögen und eben Unvermögen und ihrem Potenzial wirklich sehen und annehmen. Dass wir das mit ihnen besprechen, offen, und sie als Person wertschätzen und sie wirklich fördern wollen, ja, und in ihren Stärken fördern wollen und auch, dass sie ihre Schwächen kennen und damit leben können, aber auch wissen, gewisse Schwächen, also bis zu einem gewissen Grad kann ich an meinen Schwächen auch arbeiten, ja, und dieses Zutrauen den Kindern auch in dieser Arbeit zu vermitteln, also da geht es sehr stark um Wertschätzung auch und das Sehen der Personen, ja, und nicht nur die Stärken sehen und pushen, sondern auch die Schwächen und die Potenziale sehen. Dann an den sozialen und personalen Kompetenzen arbeiten, da ist eben sehr, sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, Verantwortung zu haben für sich und auch für die anderen. Also es ist ganz, ganz eine wertvolle Kompetenz, die sie da haben, wenn sie verantwortungsbewusst mit sich und ihrer Umwelt umgehen können. Das ist Respekt, Offenheit, das steht eh da, ihr seht es eh, dass sie auch Konflikte lösen können. Ganz wichtig, man merkt immer wieder, dass wenn es Konflikte gibt, dass die Kids ganz schräge Lösungen für diese Konflikte haben und die aber im Untergrund dahin brodeln. Und so ein brodelnder Konflikt kann auch Mobbing befeuern. Dass sie eben auch wirklich Lernbereitschaft zeigen, reflektiert sind, ganz auch eine sehr hohe Kompetenz, dass man sein eigenes Handeln reflektieren kann, dass man auch sehen kann, wie es anderen damit geht und überhaupt eine gewisse Lebenskompetenz an den Tag legen kann. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch zu sensibilisieren für Gewalt und Mobbing, da wirklich Möglichkeiten auch in der Jugendgruppe, in der Lernbetreuung oder in der WG, wirklich das Mobbing auch immer wieder zum Thema zu machen und zu erklären. Weil wenn man das System versteht und weiß, dass jede und jeder auch eine Rolle spielt, dann kann ich für mich selber auch in Zukunft aufmerksamer sein, okay, wo stehe ich da in dem ganzen System und was könnte helfen? Und dass man auch wirklich zeigt, was sind Lösungen für Mobbing, und eine sehr sehr wirkungsvolle und ganz einfache, vermeintlich einfache, aber doch Strategie ist einfach dagegen aufzutreten. Ja. Und die Zivilcourage, diese Verantwortung füreinander, dass ich die wahrnehme und auch entsprechend handle, also diese Kompetenz müssen wir unseren Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall vermitteln. Ganz wichtig. Die zweite Ebene ist die Klasse selbst oder die Gruppe oder das Team, wie immer sie mit Jugendlichen arbeiten und Kindern arbeiten, dass man da eben den Umgang miteinander auch ordentlich lernt, dass man sagt, wie gestalten sich Beziehungen, dass man da auch aktiv mithilft, dass nicht immer nur die gleichen miteinander die Turnübung machen oder sich austauschen in der Pause, sondern dass man auch ganz neue Zusammensetzungen fast anordnet, würde ich es nennen, weil durchs Kennenlernen
auch eine Beziehung entsteht, wo es schwieriger wird, dann praktisch zu mobben, aber auch schwieriger wird, einfach zuzuschauen, wenn gemobbt wird, weil ich an jeder Person doch irgendwas finden kann, wenn ich sie kennenlerne, wo wir was gemeinsam haben oder was ich gut finde. Ja. Und, das zu fördern, Gemeinsamkeiten, dieses einander wahrzunehmen, das ist sicher auch ein ganz wichtiger präventiver Baselstein in dem Ganzen. Dann die Vereinbarungskultur, das heißt, dass man wirklich, wenn es eine Gruppe gibt, Regeln des Umgangs auch miteinander findet und diese Regeln gemeinsam. Da ist die Partizipation ganz wichtig, dass nicht ich Regeln vorgebe und sage, so stelle ich mir das vor, dass wir jetzt das Jahr miteinander arbeiten, sondern dass man wirklich gemeinsam erarbeitet, wie wollen wir als Gruppe miteinander tun und was, wenn sich jemand nicht dran hält, beziehungsweise was, wenn ich auch merke, es hält sich jemand nicht dran. Ja? Aber was gibt es da für Sanktionen? Die müssen dann auch wirklich ausgeführt werden. Und wenn man die gemeinsam auch bespricht, also nicht nur die Vereinbarungen, sondern auch die Sanktionen und dann auch wirklich diese auch konsequent gemacht werden oder Konsequenzen, dann ist es auch hat sehr gute präventive Wirkung. Wir haben das einmal in einer Schulklasse, in der es gebrodelt hat, auch gemacht. Dass wir wirklich geschaut haben, okay, wir schauen jetzt, wenn wir mit dieser Klasse arbeiten, gemeinsam mit der Klasse, wie wollen wir da arbeiten und was ist euch wichtig und dann ergänzen wir noch, was uns wichtig ist. Und das ist dann auch sehr hilfreich, wenn man das Plakat dann irgendwo aufhängt, dass man dann sagt, wenn jemand sich nicht dran hält, schau mal, wir haben das ausgemacht. Und auch den Kolleginnen geht es dann auch einfach so, hey, Moment, da steht doch drauf, du musst oder du sollst. Und da kann sich dann auch schon manches gar nicht erst etablieren, wenn man da gewisse Vereinbarungen hat und auch sich alle dran halten wollen oder beziehungsweise das Einhalten auch in gewisser Weise kontrolliert wird. Genau, wie wird auch miteinander gearbeitet? Wie werden Konflikte gelöst? Gibt es Möglichkeiten, wenn ich jetzt mit der Person, mit der ich einen Konflikt habe, den Konflikt nicht regeln kann, dass ich da zu jemandem gehen kann, der mir hilft. Ja. Ist das bekannt in der Gruppe? Gibt es da auch Informationen in diese Richtung? Wo kann ich Hilfe holen, wenn ich in einem Konflikt stehe, den ich nicht selber bearbeiten kann? Und welchen Konflikt soll ich unbedingt selber bearbeiten können? Und wer kann mir da? Also wie soll das gehen? Wie wollen wir da miteinander umgehen? Und auch die Eltern und Erziehungsberechtigten mit einzubinden, da guten Kontakt zu ihnen zu haben, weil dann auch gerade im Fach, also und auch informiert zu sein. Und das hilft auch praktisch in der Gruppe, also diese Gruppe auch gut zu leiten, wenn ich da die Eltern mit im Boot habe. Und vor allem wissen die Kinder auch, die Eltern sind informiert. Ja, könnte man auch so nennen. Einfach, die sind mit dabei. Das kann schon auch hilfreich sein. Dann haben wir die übergeordnete Ebene, sozusagen die Rahmenbedingungen. Und da ist ganz, ganz wichtig, ich weiß, also wenn Sie zu mehreren mit Jugendlichen arbeiten aus Ihrer Institution, dass alle das gleiche Denken haben darüber, was Gewalt ist und den gleichen Zugang haben. Die gleichen, also bei den gleichen Dingen auch einschreiten. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass es da das Konzept gibt, dass man einfach gegen Gewalt null Toleranz zeigt, ja? Sondern wirklich beim ersten Wahrnehmen von Gewalt einschreitet und das beendet. Ganz wichtig. Dass es Konfliktlösungsstrukturen gibt, eben, es gibt eine Peer-Mediation, es gibt eine Vertrauensperson, es gibt einen Raum, in dem man gehen kann, wo dann auch jemand ist, wo dann Konflikte gelöst werden. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Partizipation ist ein ganz wichtiger Ansatz. Es ist auch ein Kinderrecht, ja, so wie das Recht auf Schutz vor Gewalt.
ein Kinderrecht ist, ist auch das Recht auf Partizipation, auf Teilhabe, auf Mitsprache. Es gibt sogar zwei Kinderrechte in diese Richtung. Ganz, ganz wichtig, dass man Kinder und Jugendliche mit einbezieht in die ganzen, in diese Etablierung von Vereinbarungskultur, überhaupt Schulkultur, sie da mit drinnen hat, dass es ein Wir ist und nicht ein oktroyiertes So soll sein, sondern wir wollen das alle so haben, ganz, ganz wichtig. Dass ich schaue, dass die Rahmenbedingungen passen, dass sie nicht zu hierarchisch, also die Hierarchie, also wenn es so ganz starre Hierarchie gibt und auch das Verhältnis zwischen den Lehrerinnen zum Beispiel oder den Mitarbeiterinnen nicht gut ist, von der obersten Leitung hin nach unten nicht gut ist und so, das wirkt sich alles negativ aus. Und da sollte man wirklich schauen, dass die Rahmenbedingungen passen, dass alle gut miteinander können, dass man da einen respektvollen Umgang miteinander findet. Und ganz wichtig ist auch hier das Sensibilisieren, dass Kinder und Jugendliche wissen und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen und alle wissen, was ist Mobbing, wie wird umgegangen beim Mobbing, was ist Gewalt, dass da einfach ein achtsames Wahrnehmen oder Aufpassen einfach da auch passiert. Und die Stärkung der Präsenz, ganz wichtig. Also Mobbing passiert genau dort, wo, also beginnt dort, wo eben kontrollfreier Raum ist, ob das jetzt der Pausenhof ist oder die Kabine oder wo immer. Da ist einfach ganz wichtig, dass man Präsenz zeigt und die Kinder nicht in diesen freien Räumen ganz ihnen selbst sich selbst überlässt. So heißt es, genau. Bevor wir zu den Erste-Hilfe-Maßnahmen kommen, ist vielleicht nett, wenn ich eine kurze Rückmeldung gebe, ob es bisher auch so das getroffen hat, was Sie sich vorgestellt haben. Weil es ja doch ein bisschen merkwürdig ist, so für mich jetzt, so ganz ohne Rückmeldung. Ich glaube, es ist ganz komisch, wenn man einfach vor einer schwarzen Wand spricht, oder? Ja, genau. Kann ich ganz gut nachempfinden. Und ich sehe gar nicht verwirrte Augen oder zustimmende Gesichter. Also es ist ein bisschen hart, ja. Das verstehe ich total. Es ist wirklich ganz komisch, wenn man einfach gegen eine Wand spricht, mit irgendwelchen, nur mit Namen drauf. Deswegen, meine Lieben, wollt ihr einfach ein bisschen eine Rückmeldung geben, ein Feedback an die Petra? Ist es das, was ich, ihr jetzt genau. Sehr informativ und interessant zum Beispiel, kommt schon Petra. Dankeschön. Oder was hättet ihr gerne noch? Oder? Das war deine Frage. Ja, jetzt, ob wir jetzt schon dorthin gehen oder ob noch was fehlt, vielleicht bei der Wissensvermittlung jetzt überhaupt zum Mobbing oder zur Präventionsarbeit. Daumen hoch, oder sehr informativ, interessant, kann mich nur anschließen, das kommt jetzt. Ja. Danke. Okay, super. Das heißt, dann kann man auch so weitermachen. Was mich noch interessieren würde, bevor wir zu den Erste-Hilfe-Maßnahmen kommen, von euch ist, habt ihr besondere Präventionsmaßnahmen in eurer Institution? Also jetzt für euch selber, aber auch für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Wie seid ihr da überhaupt aufgestellt? Habt ihr das Gefühl, ihr seid sehr gut unterwegs? Beziehungsweise gibt es irgendwas, wo ihr gemerkt habt, seitdem ihr das macht, ist das Klima deutlich besser geworden? Könnt ihr da vielleicht so ein bisschen was in den Chat reinschreiben? Wir warten. Ich versuche auch den Chat wieder zu öffnen. Es geht das gut. Einstweilen kommt noch nichts. Ist auch okay. Mhm. Ich sehe eh schon, dass es auch schon 11.55 Uhr ist. Vielleicht machen wir dann eh auch weiter.
mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Wie gesagt, Prävention ganz, ganz wichtig und sehr, sehr hilfreich. Aber natürlich ist es eine Utopie zu denken, man könnte Mobbing grundsätzlich ja, verhindern, auf ewig, immer und ewig. Das wird so nicht sein. Es wird Mobbing immer wieder geben. Und da ist eben wichtig zu wissen, was ich als erstes oder mal schnell, wie ich da reagieren soll und was ich dann langfristig noch tun soll. Genau. Wenn ich jetzt aggressives Verhalten beobachte, und damit sind wir bei der Erste-Hilfe-Maßnahme, aber auch eigentlich noch in der Prävention, wenn ich das wahrnehme, da handelt eine Person gegen eine andere aggressiv, da muss ich noch gar nicht verstanden haben, dass es Mobbing ist, dann ist ganz klar meine Verantwortung. Und ich richte mich jetzt an euch als jemand, der für Jugendliche, für Kinder verantwortlich ist. Also ich nehme an, dass ihr euch als solche hier angemeldet habt. Aber auch natürlich ist es ein Zeichen von Zivilcourage, überhaupt, wenn ich aggressives Verhalten direkt beobachte, dass ich Verantwortung übernehme. Aber wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, dann habe ich diese Verantwortung. Grundsätzlich bei Zivilcourage muss man ja sagen, da gilt ja auch der Grundsatz, dass ich mich selber nicht in Gefahr bringen soll. Der gilt ja da auch, aber da steht die Verantwortung, die ich jetzt übertragen habe, bekommen habe für die Kinder und Jugendlichen, noch, auch hat nochmal ein anderes Gewicht. Also ich übernehme diese Verantwortung, die ich habe. Ich stoppe das Verhalten und gebe der Person, dem Kind, dem Jugendlichen, die Gewalt erfährt, eine Hilfestellung. Ja, das ist einmal das Erste und Wichtigste, das ich tue, wenn ich aggressives Verhalten beobachte, dass ich Position dagegen beziehe, das Verhalten stoppe und der Person auch Hilfestellung gebe, die Gewalt erfahren hat, wenn es notwendig ist. Ganz, ganz wichtig, eben wir haben es bei der Prävention gehabt und es ist auch praktisch die Erste-Hilfe-Maßnahme. Ich muss sofort bei aggressivem Verhalten was tun. Ja? Ich muss Stellung beziehen, ich muss was sagen, ich muss da also muss was sagen. Weil nämlich, wenn ich das nicht tue und bin ich schon sofort bei den Unterstützerinnen oder Zuschauerinnen zumindest, aber vielleicht sogar bei den Unterstützerinnen, weil ich ein ganz anderes Gewicht auch in dieser Gruppe habe, wenn ich Verantwortung für die Gruppe habe, wenn ich da nichts tue. Ja? Also da können sich die Täterinnen und Täter außergewöhnlich bestärkt fühlen, wenn ich dann nicht eingreife. Also wenn ich verantwortlich für eine Gruppe bin, muss ich wirklich bei jedem aggressiven Verhalten sofort und direkt handeln. Sonst unterstütze ich das Ganze. Wenn ich merke, irgendeinem Kind, einer Jugendlichen geht es nicht gut, ja, in meiner Gruppe, dann habe ich Verantwortung und ich muss das Problem ansprechen. Ja. Ich muss mit dieser Person, mit diesem Kind, mit dieser Jugendlichen ein Vier-Augen-Gespräch führen. Und das ist aber nicht so, dass ich sage, du, können wir dann, also wenn in der Gruppe sozusagen, wir zwei reden dann noch, ich habe das Gefühl, dir geht es nicht gut oder so irgendwas Unsensibles, also ich traue euch eh nicht zu, aber ich will es nur gesagt haben, sondern dass man einfach da einen guten Moment nützt und diesem Kind, diesem Jugendlichen wirklich ein Gespräch anbietet und sagt, ich nehme wahr, irgendwie hast du die verändert, du wirkst bedrückt, irgendwas ist doch, oder vielleicht können wir mal drüber reden, oder magst du mir sagen? Und dieses Kind, diese Jugendliche wird vielleicht am Anfang sagen, na, es ist eh alles in Ordnung, es passt eh, alles wunderbar, keine Ahnung, es ist schlecht schlafen oder so, aber dass man einfach, wenn das Verhalten länger verändert ist, dass man doch mehrere Gesprächsangebote macht, weil es wahrscheinlich auch ein bisschen dauern wird, bis das Kind, die Jugendliche bereit ist, sich auch zu öffnen. Und eine Prävention, und wenn ich da schon in präventiv gute Beziehungen zu den jugendlichen Kindern aufgebaut habe, dann geht es natürlich entsprechend schneller, dass die Kinder sich auch wirklich öffnen wollen und können. Wenn ich merke, in der Gruppe stimmt irgendwas nicht, ja, dann
versuche ich wirklich herauszufinden, okay, was ist das? Ja, ich habe ein diffuses Gefühl und ich versuche konkrete Anhaltspunkte zu finden und bespreche mich mit meinen Kolleginnen, mit meinen Kollegen und schaue, was haben sie für Erfahrungen gemacht, was machen sie für Beobachtungen, also stützt es meinen Verdacht, dass da eventuell Mobbing ist oder nicht. Genau. Wenn ich, aha, okay, jetzt sind wir da irgendwie gerutscht. Das Ungleichgewicht ist jetzt zu den Hinweisen geworden. Okay, alles klar, wir kommen zum nächsten Punkt. Wenn ich Hinweise bekomme, ja, innerhalb der Gruppe, es gibt Mobbing, wenn jemand zu mir kommt und sagt, der Sandro, die Melita wird gemobbt, dann muss ich mir das anschauen. Ja? Ich mache Beobachtungen, ich dokumentiere auch die eingegangenen Hinweise und reflektiere diese Dokumentation auch mit meinem Team. Also ganz wichtig ist da wirklich gemeinsam das zum Thema zu machen in der Verantwortungsebene und gemeinsam anzuschauen, ob es da tatsächlich, ob das wirklich Mobbing ist oder ob da was anderes dahinter steht. Wie gehe ich dann weiter vor? Überprüfe das im Team. Wie gesagt, ich muss mir anschauen, sind die Mobbing-Kriterien erfüllt? Die Mobbing-Kriterien haben wir ganz am Anfang gehabt, wo wir gesagt haben, es gibt Schikanen, die sind immer wieder über einen längeren Zeitraum bewusst und systematisch. Es gibt die Gruppe, die da mitschwingt, ja, die langsam aber sicher kippt, wo das Kräfteungleichgewicht immer mehr wird, immer mehr finden das gut, immer weniger trauen sich was zu sagen gegen das, was da passiert. Es gibt die Täterinnen und Täter, die immer mächtiger in der Gruppe werden, immer mehr Definitionsmacht haben von dem, was gut und richtig ist. Und es gibt die direkt Betroffenen, die Opfer, wie auch immer, die eben aus der Gruppe gedrängt werden und geschädigt werden und allein nicht mehr aus dieser Rolle auch heraus können. Wie gesagt, es ist eine Rolle, die übernommen werden muss, die übergestülpt wird. Wobei, ja, bis zu einem gewissen Punkt des Mobbing-Prozesses kann ich schon das Kind und den Jugendlichen noch stärken, dass es versucht, diese Rolle nicht anzunehmen. Aber die Macht der Gruppe wird ja mit jedem Angriff gegen dieses Kind stärker und es wäre ein falscher Ansatz, jetzt nur mit dem Opfer zu arbeiten und sagen, du musst die wehren, du musst aus der Rolle raus. Das geht ja so nicht mehr, weil es ja mit fortlaufendem Prozess einfach immer mehr in diese Rolle gefestigt wird, ob es jetzt möchte oder nicht. Gut, jetzt haben wir die Kriterien angeschaut. Jetzt schauen wir, was sind die Motive der Täterinnen. Ist es jetzt wirklich pure Aggressionslust und deshalb passiert da eher Gewalt oder nicht? Oder eben ist es wirklich das, dass sie einfach wichtiger und wertvoller in der Gruppe werden möchten und mehr bewundert werden möchten? Und welche Vorteile haben die Täterinnen und Täter durch ihr Verhalten eben auch? Ja? Was kriegen sie? Und weil es auch ganz wichtig, wenn ich das weiß, kann ich auch in der Intervention mit ihnen gut arbeiten und sagen, es gibt auch andere Wege, zu dem zu kommen, was ihr wollt. Und welche Mobbinghandlungen werden ausgeführt? Da muss ich auch ganz genau hinschauen und mich erkundigen und zu Informationen kommen, weil es gibt durchaus Mobbinghandlungen, die nicht nur strafrechtlich, sondern überhaupt rechtlich relevant sind. Im Strafgesetzbuch gibt es unzählige, habe ich die eh da? Ja, genau. Also Straftatbestände, aber auch noch in anderen Gesetzen, im Urheberrechtsgesetz, im Mediengesetz, zum Beispiel im Jugendschutzgesetz. Also da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie wenn Kinder strafmündig, also Jugendliche strafmündig sind, was sie da berücksichtigen muss, dass sie da nichts übersehe, wo vielleicht auch wirklich ein Straftatbestand oder Tatbestand liegt, dass sie da auch nicht, also die Kinder auch Hinweise drauf, ja. Genau, und wenn ich das alles überprüft habe, dann sehe ich ja, okay, da ist wirklich tatsächlich Mobbing im Spiel. Ist jetzt kein Mobbing im Spiel, sondern ist es einfach
diese hohe Konfliktneigung, es gibt starke Konflikte zwischen Kindern und Jugendlichen, dann schaue ich einfach, dass ich die Präventionsmaßnahmen noch weiter fortsetze oder überhaupt das Beginnen mit Präventionsarbeit verstärkt oder dass ich die Präventionsarbeit, die ich bereits jetzt mache, einfach weiterentwickle und verbessere und dass wir auch schauen, dass wir wirklich eine Kultur haben in der Schule, habe ich jetzt da stehen, aber natürlich auch in der Gruppe, im Verein, dass wir da wirklich alle an einem Strang ziehen und alle auch gemeinsam das Verständnis haben von dem, was Gewalt ist, ja, und ab wann was Gewalt ist, genau, und auch entsprechend eingreifen gemeinsam und wissen, genau, alle sind gebrieft und tun dasselbe. Da gibt es niemanden, der ausgespielt werden kann gegen den anderen. Dann natürlich die Klassengemeinschaft zu stärken, ganz, ganz wichtig, eben dieses wirkliche Kennenlernen oder eben überhaupt die Gruppengemeinschaft zu stärken, dieses Kennenlernen ermöglichen. Und wenn es Konflikte gibt, einfach die Wege zu bearbeiten, da Hilfestellung zu geben und Lösungen gemeinsam zu erarbeiten, damit die Kinder und Jugendlichen wieder Gutes miteinander haben können. Wir haben gesehen, genau, das ist nochmal die Wiederholung, was es da alles gibt an Präventionsmöglichkeiten auf der Ebene, der obersten Ebene sozusagen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Wenn es jetzt Mobbing ist, ja, dann wird zu klären sein, wer die Verantwortung für den weiteren Prozess hat, dass da wirklich eine Person diesen ganzen weiteren Prozess dann führt und die Koordinierung übernimmt. Das ist einfach wichtig, dass gewährleistet ist, dass es auch wirklich bearbeitet wird bis zum Ende und dass das nicht versandet. Ja. Und dass man sich eben im weiteren Vorgehen, in der Planung des weiteren Vorgehens orientiert an den Vorüberlegungen. Okay, welche Mobbinghandlungen hat es gegeben? Ist es primär physisch? Ist es was passiert tatsächlich? Wo müssen wir eingreifen, hinschauen? Dass man das Mobbing-Motiv nochmal anschaut und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das hat man ja schon in der Prüfung gemacht und dass man das auch jetzt zum Anlass nimmt, wie man weiter vorgehen muss. Ja, man geht bei Cybermobbing natürlich anders vor als beim stark physisch motivierten Mobbing. Dass man auch die Verantwortung, dass diese Person, die Verantwortung grundsätzlich übernommen hat, auch die Eltern informiert über die Mobbing-Situation und auch die Leitung informiert, dass da wirklich von oberster Stelle auch geschlossen vorgegangen werden kann gegen Mobbing. Und dass man auch Kontakt mit Expertinnen, mit weiteren Expertinnen aufnimmt, dass man sich Informationen holt, Präventionsmaßnahmen setzt, bei der Intervention auch irgendwo auch wieder eine Prävention ist fürs nächste Mal und auch eine Prävention, eine Intervention sein kann. Und dass man auch das Opfer auch wirklich schützt und unterstützen kann. Aber auch die Täterinnen und Täter natürlich, die brauchen auch eine gewisse Unterstützung, eventuell, ja. Also da kann auch ein Emotionsregulationstraining, ein spezielles auch vielleicht helfen, dass man da wirklich die Informationen holt, was gibt es da für Angebote und was können wir wirklich machen. Was ganz wichtig ist, was man bitte nicht bei den Interventionen machen sollte oder soll, nicht einmal sollte, nein, das darf nicht sein, man holt eben das Opfer aus der Gruppe und sagt vor der Gruppe eben das, was ich schon vorher gesagt habe und holt es raus zum Gespräch, ja, und stigmatisiert das Opfer sozusagen auf ein neues und macht es zum Gespött der Gruppe womöglich. Dass man mit dem Mobbing-Opfer und mit den Täterinnen und Tätern gemeinsam ein Gespräch führt, sozusagen eine Mediation macht, obwohl es Mobbing ist, das wäre ganz das falsche Interventionsinstrument. Ja, da muss man sich wirklich getrennt voneinander befragen, Gespräche führen und zur weiteren Klärung beitragen und zur Beendigung des Mobbing-Prozesses. Nie gemeinsam bitte. Auch mit den Eltern der Täterinnen und mit den Eltern des Opfers bitte nicht gemeinsam sprechen, sondern separat
Und auch mit der Gruppe oder mit der Klasse bitte nicht den konkreten Fall diskutieren. Wir haben da Mobbing und da, ihr wisst eh, und was tun wir denn jetzt gemeinsam dagegen? Ja? Also das würde da nicht zur Lösung beitragen, sondern eher den ganzen Prozess befeuern. Ja? Sondern da muss anders vorgegangen werden. Ein weiterer Fehler, der ganz gerne passiert, ist, dass nach einer kurzfristigen Veränderung schon gedacht wird, oder Verbesserung schon gedacht wird, wunderbar, wir haben es geschafft und alles wieder zum alten System übergeht. Das wäre auch jetzt ein Fehler, sondern man muss das wirklich nachhaltig bearbeiten. Kurze Verbesserung ist noch kein Ende vom Mobbing, sondern wenn ich mit der Intervention fertig bin, dann beginne ich gleich wieder mit der Prävention und schaue, dass das auch wirklich so bleibt, wie es gut ist. Ich soll bitte keine Vorwürfe machen oder mit Strafen drohen, der Täterinnen und Tätern am besten vor der ganzen Klasse. Das wäre auch ganz verkehrt. Oder ich sage, ich arbeite nur mit dem Opfer, der direkt betroffenen Person, sondern ich muss mit der ganzen Gruppe arbeiten. Wir haben gesehen, Mobbing ist ein gruppendynamisches Phänomen. Alle haben eine Rolle, alle sind irgendwo drinnen, sind irgendwo irritiert, haben einen Konflikt mit sich selber. Das muss einfach mit der ganzen Gruppe bearbeitet werden. Ganz wichtig. Und auch wichtig ist, dass ich nicht gestresst jetzt denke, oh, Mobbing, ich muss gleich irgendwas tun und irgendeine Maßnahme setze. Ich schaue, lese mir durch, aha, da gibt es den No-Blame-Approach, da gibt es die Olvius-Methode, da gibt es das und das und das. Das machen wir jetzt einfach. Sondern ich muss wirklich genau schauen, worum geht es, ja, und das ganz genau planen, was könnte zum Ziel führen. Wie ist genau die Gruppenkonstellation, wie ist der Täterin, die Täterin, der Täter, die Täterin drauf. Was ist da, sind die Rahmenbedingungen, die ich auch habe und die Möglichkeiten, die ich habe, ganz wichtig, dass ich wirklich über vertrauensvolle Beziehungen arbeite, dass ich eine ganz klare Haltung habe gegen Gewalt und das immer, das erfordert unglaublich viel Kraft, ja, weil manchmal ist man einfach selber erschöpft und sagt, na, nicht schon wieder, ich will das einfach jetzt nicht mehr haben. Lasst mich damit in Ruhe, sondern wirklich immer wieder ansprechen aufs Neue, wenn Gewalt passiert. Dass man gemeinsam im Team vorgeht, nicht einer macht da nicht mit und sagt, keine Ahnung was, aber jedenfalls zieht nicht damit an einem Strang. Da müssen wirklich alle gut mitmachen und dass man angemessen interveniert. Also wenn jetzt wir in einem sehr frühen Stadium sind, dann kann eine Maßnahme, wie, wo man eben nicht unbedingt jetzt die Täterinnen und Täter als Schuldige zu Schuldigen macht, ja, eventuell eine gute Möglichkeit sein, wenn aber sehr, sehr eben physisch dominiertes oder eben ausländerfeindliches Motiv auch dahinter liegt, eventuell dass man da auch ganz anders vorgeht, ja, und viel klarer das ansprechen muss, als wenn man noch am Anfang steht, wo irgendwie es schon Mobbing ist, aber noch nicht so heftig verfestigt. Genau, und die muss das Ganze umfassend bearbeiten. Ich sage, es greift zu kurz, da wirklich nur mit den Individuen, den Einzelnen zu arbeiten, und man muss mit der Gruppe arbeiten und die muss auch schauen, was sind die Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, und auch die mitbearbeiten, damit ich wirklich nachhaltig diese Interventionsmaßnahme setze. Und ich muss sie immer wieder auch gemeinsam reflektieren im Team, bringt es den gewünschten Erfolg, und wenn ich merke, aha, da müsste man noch nachbessern, dann adaptiere ich noch. Wen kann ich mit ins Boot holen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ganz kurz, Petra. Ja? Eine Frage habe ich. Wir haben eigentlich eine Stunde unseren Zoom-Talk und jetzt ist es schon nach, also eine Viertelstunde danach.
Oh, wie also, Zeit vergeht, ich muss meinen Wecker hinstellen. Genau, ich bin schon wir fertig. Haben ziemlich, Ich mache nur noch Werbung deswegen, für uns. Ach, sehr gut, passt. Ich wollte nur wissen, wie lange es nur ungefähr Nein. dauert, damit, weil jetzt manche schon gehen müssen, damit, oh, es damit tut mir sie leid, wissen. ja. Nein, wir sind fertig. Na, kein Problem. Genau, ja, also wen kann man ins Boot holen, bitte? Genau, uns. Die Anlauf- und Koordinierungsstelle bei Mobbing. Also man kann auf jeden Fall bei uns anrufen und wir können gemeinsam überlegen, was Thema ist. Wir können uns den Fall gemeinsam anschauen und da vielleicht also eine gewisse Hilfestellung auch von außen geben, mit unseren Erfahrungen auch vielleicht unterstützen und auch schauen, welche Interventionsmethode wäre da vielleicht auch jetzt geeignet, beziehungsweise wo gibt es Expertinnen und Experten vor Ort, die man fragen kann. Wir haben ja eben ein Netzwerk und da kann man auch dann dieses Netzwerk nützen, das wir haben, dass da wirklich das gut bearbeitet werden kann und man ist eben da nicht alleine, muss nicht alleine sein. Und wer sind wir noch? Also wie gesagt, da bin ich, das ist meine Kollegin Stefanie Schmidt, die ist Juristin und Sozialarbeiterin und der Paul Sprenger, leider nicht mit so vielen Stunden bei uns im Team, wie ich es gern hätte. Der ist Sozialarbeiter und Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. Und ich bin vom Grundberuf Soziologin und Mobbing- und Konfliktberaterin und Mediatorin. Also ich glaube, wir ergänzen uns da sehr gut und können hoffentlich auch wirklich euch Hilfe geben, wenn ihr Hilfe braucht in eurer Bearbeitung des Mobbingprozesses oder auch bei Präventionsmaßnahmen. Das war's. Das heißt, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren können Sie an euch wenden, aber ja. auch Jugendliche und Kinder. Unbedingt, genau. Also alle. Also wenn ihr mitkriegt, Kinder und Jugendliche sind betroffen, können Sie sie auch gern an uns verweisen und wir sprechen mit Ihnen und schauen, wie wir das dann gemeinsam gut klären können, was da passiert. Mhm. Sehr gut. Dankeschön. Ja, tut mir leid fürs Überziehen. Da muss ich mir einen Wecker hinstellen. Kein Problem. Ich habe mir nur nicht getraut, das reinzusprechen. Das war so im Flow und dann habe ich gedacht, ich muss einfach nur warten. Und es haben auch ganz viele gewartet. Wir haben überzogen, wir sind trotzdem noch da. Ja? Dankeschön. Also, Petra, dankeschön. Jetzt kommen eh schon im Chat ganz viele Dankesworte für die Inputs. Es hat Ihnen sehr gut gefallen. Ein schönes Wochenende. Es war sehr informativ. Danke, euch auch. Petra, danke noch einmal, dass ihr heute diese Stunde mit uns gemacht habt. Sehr und dass gerne. Ihr bereit wart. Und ich hoffe auch an allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass es euch auch gefallen hat, so wie mir. Wie gesagt, trotz Überzogenheit, also trotzdem, dass wir überzogen haben, sind noch ganz viele da. Und wenn ihr Fragen habt, man kann sie natürlich auch an dich noch stellen oder man kann dir eine E-Mail schreiben wahrscheinlich oder anrufen, sollten spezielle Fragen auftauchen in der Einrichtung oder so. Und ja, Dankeschön, dass ihr da wart. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich bin rausgeflogen währenddessen einmal. Deswegen ist mein Chatverlauf gelöscht worden. Ich habe noch einmal aufgefordert, bitte, wenn ihr Teilnahmebestätigungen braucht, dann nochmals in den Chat schreiben, Vor- und Nachname, weil der Chat wurde gelöscht bei mir und ich sehe es nicht. Und E-Mail-Adresse. Und E-Mail-Adresse natürlich. Wir wünschen euch ein super schönes Wochenende. Genießt die Sonne und das Wetter draußen. Hoffentlich kommt ein schönes Wetter. Und ansonsten genießt die Tasse Tee oder Kaffee und die kuschelige Decke. Ja, danke und wir sehen uns am Montag wieder. Um 10 Uhr geht's los mit Hatzisse, mit der Yvonne Seiler. Und da geht es um Prävention sexualisierter Gewalt. Und danke schön nochmal, Petra, dass du da warst. Sehr gerne. Ja.